Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe mal, dass wir hier in der Folge jetzt weiterkommen. Ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwo hängen geblieben bin und nicht mehr genau wusste, was hier Phase ist. Hier waren wir nämlich schon überall. Und ich bin zurückgelaufen, aber auch da war irgendwie nichts, was mich hätte weiterbringen können. So, genau, uns hat Mula gefehlt. Das war der Grund. Und wir haben halt einfach so überhaupt gar nichts mehr, um die Typen da unten zu besiegen. Das Ding ist jetzt gerade auf gelb, springt aber wahrscheinlich dann sofort auf rot, um sobald wir hier runtergehen. Ich würde mal versuchen, wenn die hier runterlaufen, haben wir das irgendwie schaffen. Ja, das hat geklappt. Aber da muss der auch noch hier rüberkommen, sonst klappt das nicht. Jetzt. Ah, wieder nur einen erwischt. Und die sind natürlich auch nicht dauerhaft tot. Die stehen gleich wieder auf. Ja. Nee, also so kommen wir hier nicht weiter. Hier oben sind wir auch schon lang. Ach komm, mach doch. So. Hier sind wir auch schon lang. Hier war nirgendwo mehr was. Aber ich guck nochmal nach. Einfach nur vor... Boah, nicht schleichen. Das war nicht so schlau. Ne, hier ist nichts mehr. Die Spinde dort haben wir leer geräumt. Weiter hoch geht's hier nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo noch Mula finden. Aber hier haben wir auch alles ausgeräumt. Hier unten auch. Und hier gab's nichts weiter. Zack, wir könnten halt bloß wieder zurück. Ah, müssen wir jetzt wirklich wieder komplett zurückfahren, um irgendwo noch Mula zu finden. Das ist natürlich nicht so geil. Haben halt leider gar nichts mehr einstecken, um den Slicks irgendwas anhaben zu können. Ah, ich sollte vielleicht nicht immer komplett alles kaufen. Guck mal, hier ist noch Mülleimerdeckel. Der ist leer, verdammt. Hier haben wir auch alles rausgesucht. Recyclingmaschine gibt es hier leider nicht. Nicht im Betrieb. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir was finden. Also wir könnten uns zwar jetzt Steinbonbons kaufen. Hier sind wir ja auch schon reingegangen und mehr kommt hier nicht. Wir könnten uns prinzipiell Steinbonbons kaufen und die Slicks da unten alle ausschalten. Und dann halt dort durchrennen. 2 für 5. Derzeitige Mula 0. Achso, wir haben ja gar nichts. Wir haben ja schon alles da unten in die Tür reingesteckt. Ja, gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen sollen. Wir kommen an den Slicks da unten nicht vorbei. Wir haben nur Gebräuflaschen. Wir können nichts herstellen. Hier oben kommt man auch nicht drauf, ne? Nee. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwas extrem übersichtliches, genau. Was extrem ersichtliches übersehe. Auch wieder ausstellen oder was? Ne, bringt nichts. Da oben waren wir. Ja, irgendwie kommen wir hier langsam ein bisschen in Gedränge. Wir können wirklich gar nichts herstellen. Nicht mal Nebel. Mich stört dieses Ausrufezeichen da oben die ganze Zeit. Jetzt wird es was Neues geben, aber es ist nichts Neues da. Ja, gute Frage. Was machen wir? Durchrennen wird nicht klappen. Definitiv nicht. Wir können jetzt bloß nochmal, wenn die hier rüberlaufen, diesen Move machen. Ist halt schade, dass er immer nur einen trifft. Noch einen. Komm, mach schnell. Der muss da unten stehen bleiben. So, jetzt haben wir alle erwischt. Runter mit dir, renn, 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 renn. Wow, das haben wir geschafft. Aber wir kommen im Leben nicht mehr hoch. Recycling Station. Jetzt haben wir 28 Mula. Jetzt reicht es. Ich glaube, wir können jetzt Nebelschleier herstellen. Einen. Ihr seid der witzig. Jetzt können wir aber allerdings von hier unten auch absolut nicht mehr chanten, weil das Ding jetzt auf rot steht. Ach, na klar. Na klar, was soll ich denn jetzt? Och, nö. Nö. Ah. Hab nicht gesehen, dass da eine Stange ist. Ja, das ist echt mal richtige Scheiße, ne? Die müssen hier vorkommen. Sonst bringt das alles nichts.
Zack, den ersten. Ja, sobald die wieder hinterrennen, schaffen wir es zeitlich nicht. Die müssen alle hier unten stehen bleiben. Aber wie sollen wir dann wieder hochkommen, ne? Das ist halt auch so ein bisschen der Mist an der ganzen Geschichte. Ah! Schnell! So, also das geht noch. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Taktik für raus. Problem ist, der kommt jetzt direkt runter. Sieht er mich hier? Ja. Ja, und ich kann hier auch nicht durchrennen. Ach, Leute, was sollen wir denn hier machen? Ich bin etwas am Verzweifeln. Ja, wir müssen das Mula ausgeben, sonst kommen wir nicht raus und 7 Stück fehlen halt. Und wir kriegen nur da unten noch Mula. Ansonsten haben wir keine Chance, hier irgendwas zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich gerade echt irgendwie zu blind bin und irgendwas übersehe. Das kann ja eigentlich nicht Ziel dieses ganzen Spiels gerade sein, dass wir genau das hier machen. Ja, ich erwische immer nur wieder den gleichen. Ich würde gerne mal ihn erwischen. Ah, er steht zu weit drüben. Den kriege ich nicht. Ach Mist, es ärgert mich. Wir wissen schon, wie wir runterkommen. Wir hätten auch genug Mula, aber wenn wir dann mit einem Nebelschleier hier oben durchkommen, das müsst ihr mir mal erklären, wie das funktionieren soll. Vor allem, wenn die halt auch direkt runterkommen und ich erwische die ganze Zeit nur denselben. Ist leider auch egal, wie oft wir die grillen. Kann man durch den Blitz, der da kommt, irgendwie Gebräu entzünden? Nee, ne? Nee, das klappt nicht. Wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. So, jetzt stehen sie zumindest erstmal alle richtig. Das dauert halt mal einfach auch seine Zeit. Ja, wir schaffen es auf jeden Fall nicht, mit Schnelligkeit runterzurennen und wieder hoch. Da haben wir gar keine Chance. Wir können zwar diesen machen. Dann haben wir wieder 10 Mula. Jetzt können wir uns aber auch nichts mehr bauen. Der geht jetzt runter. Ja, wenn ich hochgehe. Ah, was sollen wir machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist halt einfach echt ungünstig, dass wir so absolut gar nichts haben, was wir uns herstellen können. Ich hoffe nicht, dass wir es jetzt irgendwie, dass ich irgendwas verkackt habe. Wodurch wir keine Möglichkeit mehr haben, hier weiterzukommen. Ja, okay, darf auch mal passieren. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen hier aber weiterkommen, weil woanders geht's nicht weiter. Wenn wir halt keine Möglichkeit haben, die auszufallen, da unten steht eine 2. Das heißt, es ist ja vom Spiel irgendwie gedacht, dass man die alle ausschaltet. Sonst wäre ein Unendlichkeitssymbol oder sowas da. Aber wie soll ich die ausschalten? Wenn ich nichts habe. Wie gesagt, mit dem Gebräu, wir haben halt, weiß ich nicht, wir haben kein Feuerzeug mehr, wir haben keinen Feuerlöscher mehr, irgendwie ist das alles abhanden gekommen. Kann ja hier so viel Gebräu draufwerfen, wie ich will. Und jetzt, ah nein, wenn wir die in Gebräu tränken und die dann durch diese Laserschienen laufen, dass da vielleicht irgendwas passiert. Ich mach die mal kurz aufmerksam. Wäre jetzt noch ein Gedanke. Na komm. Die gehen halt auch nicht von alleine runter oder hoch, wenn die alle wenigstens gleichzeitig runterlaufen würden. Wenn wir in dem Moment von unten nach oben springen, das Problem wäre geklärt, aber das machen sie ja auch nicht. So, wir müssen die hier mal ein bisschen aufwecken, dass die hier vorkommen. Kommt mal hier rüber. Hier. Da war was. Habt ihr gehört? Geht's euch angucken. So, jetzt haben wir die in Gebräu getränkt. Bringt das jetzt irgendwas, wenn die da durchlaufen? Komm mal hier rüber, hier. Hier. Natürlich nicht. Macht absolut gar keinen Unterschied. Ja, keine Ahnung. Wir können es jetzt nur noch mal so probieren, wie wir es gerade eben schon gemacht haben, obwohl ich ehrlich gesagt nicht dran glaube,
dass das irgendwas bringt. Ach, sowas ärgert mich. Ich meine, wie schnell die halt auch wieder wach werden, ne? Leere Flasche Waschmittel. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist einen Nebelschleier bauen, den ganz fix ausrüsten und hier hinwerfen. Die jetzt alle hier rüber locken. Ganz schnell hier hochspringen. Ja, ich fasse es nicht, wir haben es geschafft. Spring, spring. Oh Gott, oh, ein Glück. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es hat funktioniert. Ah, bin ich glücklich. Sehr schön, wir kommen doch weiter. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war vom Spiel. Ich glaube eher, das Spiel hat damit gerechnet, dass man noch irgendwas einstecken hat. Aber egal, wir haben es geschafft, nicht weiter drüber nachdenken. Da oben ist eine Kamera, hier unten ist so ein Stampfding, das müssen wir mit Strom sicherlich wieder aktivieren. Und ein Vogelportal, um unsere Freunde hier drüben zu retten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Kameras, die gucken auch gerne mal weiter, als sie anzeigen. Das war so eigentlich nicht geplant. Ach shit, die schlafen ja. Ah, direkt Alarm. Geil, lief ja mal richtig schlecht. Ich bin jetzt einfach wie so bekloppt hier langgerannt. Wir müssen da wahrscheinlich wieder oben lang. Wir lassen die jetzt mal alle kurz beruhigen. Ja, das Vogelportal würde links nicht sein, wenn wir die dort nicht, ja, teleportieren lassen sollten, wie auch immer. Aber das heißt, wir müssen wieder zurück. Jetzt warten wir erstmal, bis die sich beruhigen, aber schlafen tun gehen die gar nicht mehr, oder? Jetzt einmal wach sind. Chanten können wir wieder nicht. Ich habe auch nichts einstecken. Naja gut, wenn die nicht schlafen gehen, bringt es nichts, ne? Dann komme ich an denen nicht vorbei. Da müssen wir... Oh. Oh Mist, ich dachte, es geht nicht so weit. Verdammt. So. Ah, shit. Jetzt guckt er. Warum guckt er jetzt runter? Hat er davor nicht gemacht. Er sieht mich immer kurz, oder? Da gucken die nur runter, wenn die auf Stufe Mittel sind. Ich glaube, ja. Jetzt ist halt die Frage. Nee, es ist auf jeden Fall nicht gedacht, dass man sich drunter durchrollert, sondern es ist eher gedacht, dass man da oben dran springt, würde ich sagen. Und das machen aber meine Homies natürlich nicht, ja. Gut, war nicht gedacht, dass wir die hier lang mitnehmen. Nein! Ach, das sah aus, als wäre da ein Fußboden. Ja, ganz ehrlich, bevor wir sie jetzt umbringen, lassen wir sie einfach hier. Dann leben sie zwar in Sklaverei weiter, aber leben wenigstens noch. Ach Mist, wir müssen nochmal kurz warten. Tut mir leid. Keine Ahnung, wie wir die da oben jetzt noch hätten. Die kriege ich nicht weg. Wir hätten langschleichen müssen, dass die gar nicht erst aufwachen. Und so dran vorbeikommen tun wir nicht. Weil wir sind so schlecht ausgerüstet. Ja, cool, wenn es mal irgendwo wieder was gäbe. So, jetzt beruhigt ihr euch alle. Vielen Dank. Ja, pardon, der Tod... Pardon, der Tod gerade. War ein bisschen unnötig, aber das sah so aus, als wäre da ein Fußboden. Ah, da ist ein Fußboden. Bloß nicht dauerhaft. Erwischt mich das jetzt? Nee. Gut, dann können wir warten, bis es wieder da ist. Spring schnell runter. Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Deutsche Sprünge gehen meistens schief. Nee, Glück gehabt. Erwischt er meinen Fuß? Auch nicht. Okay, wir haben's. Leider 3 Mudokuns verloren, aber lieber lebendig und Sklaverei als tot, oder? Ist natürlich beides nicht schön, aber... Qual der Wahl halt. So, was ist mit ihm? Er möchte laufen, kann aber nicht. Auf jeden Fall eine... Fahre auf Ebene 2 hinab. Warum hat es uns das jetzt da oben angezeigt? Müssen wir jetzt wieder zurück?
Ich will nicht wieder zurück. Ja, wir müssen. Na super. Ja, zumindest haben wir jetzt die vorne noch leben gelassen. Dann können wir die jetzt auch noch retten, weil irgendwie müssen wir ja anscheinend dran vorbei. Hä, hey, aber nein, ich komme doch mit denen hier lang. Was ist denn hier? Obwohl hier unten. Na, schnell, komm doch runter, Mudokons. Kommt, 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 kommt. Scheiße. Kommt. Kommt, kommt, kommt. Okay, so rum geht's. Ja, okay. Kommt, kommt, kommt. Was waren das? Einer oder zwei? Zwei gleich. Tut mir leid. Ah, jetzt ist hier wenigstens noch ein bisschen Nebel. Wir können... Ah, und hier unten das Ding ist offen. Perfekt. Alle mitkommen. Und dann geht's erstmal ins Vogelportal. Ja, da haben wir doch noch ein paar gerettet. War es gar nicht so doof, dass ich die ab hier stehen lassen? Manchmal zahlt es sich halt eben aus. So, wir gehen nochmal ganz kurz in den Checkpoint. Sollen wir hier wieder rein? Ich glaube ja. Und weiter runter. Ah, und endlich mal Mülleimer und Schränke. Bitte gebt mir irgendwas. Jetzt haben wir dreimal Feuerzeug. Haben wir das für irgendwas benutzt? Für was brauchen wir denn? Für das hier wissen wir aber nicht, was es ist. Aber für die anderen Sachen nicht. Ist trotzdem komisch, wo die Feuerzeuge hin sind. Wird das jedes Mal nach jeder Mission wieder verlieren und nur auf, also mit Null beginnen? Wäre das Einzige, was ich mir jetzt erklären könnte. Ach, ah, ich kann mal wieder chanten. Schön. Und da war er weg. Was gibt's Schönes? Leere Flasche Gummibänder. Alter, das muss man erstmal sehen. Ja, super. Da achte ich doch nicht drauf. Nein, ich dachte, wir schaffen es. Verdammt, Entschuldigung. Also auf ein neues. So, zieh am Hebel, mein Freund. Wir gucken nochmal hier nach ein paar schönen Geschichten. Schönen Sachen, schönen Geschichten. Ja. So sehe ich schon aus. Gut, also nur eins Rennen. Haben wir. Dann einmal hier hin. Hier hin. Hier ist kein Slick unterwegs. Aber dafür gibt es jetzt so einen leckeren Laser. Aber das ist doch immer noch das Einfachste am Spiel, diese Geschichten hier. Auch wenn man mal so ein bisschen tollpatschig ein-, zweimal dran stirbt. Aber ansonsten ist das doch relativ einfach gehalten. Du kommst mit. Ihr kommt auch alle mit. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie das Ding... Ah, okay. Es geht auf. Braucht nur extrem lange. Das sieht gut aus. Aber wir warten noch mal einmal ab. Du kriegst überhaupt kein Geld. Komm. Ach komm. Und schnell. Ja. Perfekt. Epoxidharz, Klebeband, leere Flasche. Noch einen weiteren Mudokon. Es werden immer mehr pro Level, die wir retten können. Ja, wir nähern uns ja auch immer mehr der Zentrale. Ich will erstmal kurz beobachten, was hier passiert. So, schnell. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich an dem Hebel ziehe, dass genau das Ding hier runter geht. Ja, wartet mal alle. Doch nicht? Doch. War aber lang genug Zeit. Ich will mal ganz kurz schauen. Okay, hier ist das Vogelportal. Dann können wir die erstmal alle retten. Da oben brauchen wir schon wieder 70 Mula, um weiterzukommen. Ach, rennt doch rein. Bin mir nicht sicher, wie viel Mula haben wir denn überhaupt. Steht das hier irgendwo da oben? 33. Fehlt wieder eine ganze Menge. Nehmen wir den Checkpoint nochmal mit. Und machen an der Stelle aber auch erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, der Anfang der Folge war echt ein bisschen holprig, aber ich bin verdammt froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe schon gesehen, dass wir die ganze Folge diese Stelle nicht überwinden werden.
und dann ich die komplette Mission nochmal neu starten muss oder was auch immer und bin sehr, sehr froh, dass es nicht eingetreten ist. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.